Yo, Freunde, was geht ab? Ich habe mir eine neue Drohne bestellt. Es handelt sich um die DJI R2S und ich habe mir die gekauft, um halt bessere Aufnahmen für meine Videos zu machen. Ich habe ja auch schon die DJI Mini 2. Mit der bin ich auch wirklich sehr zufrieden, war meine allererste Drohne und so als Einstieg in die Drohnenwelt hätte ich mir keine bessere Drohne vorstellen können. Aber so einige Funktionen haben mir dann doch bei der kleinen gefehlt, wie zum Beispiel der Follow-up-Modus. Also da folgt die Drohne beispielsweise einem Auto automatisch. Und mein Gedanke war jetzt, das Ganze mal mit einem RC-Auto auszuprobieren. Ich hoffe, das wird nicht so klein sein, das RC-Auto. Aber ob es funktioniert oder nicht, werdet ihr in diesem Video auch erfahren. Ja, und die ganzen anderen Funktionen, die für mich jetzt interessant sind, die werde ich euch auch in diesem Video heute zeigen. Aber erstmal müssen wir die natürlich auspacken. Ich habe hier gleich die Fly More Combo genommen. Das bedeutet, wir haben wieder hier eine wundervolle Tasche von DJI, wo alles drin ist. Und ansonsten ist auch ein bisschen mehr Zubehör dabei, wie zum Beispiel zwei zusätzliche Akkus. Schauen wir erstmal hier rein. Soweit ich gesehen habe, müssten ND-Filter mit dabei sein. Und tatsächlich sind ND-Filter mit dabei. Das heißt, ich habe die hier umsonst bestellt, kann ich wieder schön zurückschicken. Holen wir mal die Tasche hier raus. Kleiner Größenvergleich hier, das ist die Tasche von der Mini 2 und wie ihr sehen könnt, ist die hier nur ganz leicht größer. Machen wir die mal auf. Das ist die Funke, nichts Neues für mich. Hier drin befindet sich das Ladegerät und die Akkus, insgesamt 3 Stück. Und mit einem Akku soll man so eine Flugzeit von rund 30 Minuten haben. Und das hier ist die Drohne. Klappen wir die mal auf. Vom Gewicht her ist sie schon deutlich schwerer als die Mini 2. Ansonsten, jetzt wo sie so das erste Mal in meiner Hand liegt, fühlt sich alles hochwertig an. Aber bei über 1000 Euro hätte ich auch nichts anderes erwartet jetzt. Was auch noch ganz praktisch ist, die hat hier vorne Sensoren, oben, unten und hinten. Das wiederum bedeutet, die hat eine ganz gute Hinderniserkennung, nur an den Seiten hat die jetzt keine. Hier nochmal ein Größenvergleich zwischen der Mini 2 und der R2S. Also, ich finde, es ist gar nicht so viel größer. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Typ für technische Details, aber es gibt ja schon unzählige Videos auf YouTube, wo alles genauestens erklärt wird. Was mich interessiert ist, wie sie fliegt, wie die Aufnahmen so sind und ob ich die gut mit RC-Autos kombinieren kann, so wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen mache ich jetzt die Propeller dran, stecke die Akkus aufladen und dann sehen wir uns auch schon draußen und probieren das einfach aus. Und ihr könnt währenddessen die Akkus aufladen, jetzt meinen Kanal kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Also wir sehen uns gleich draußen. Die Drohne ist verbunden, das ging problemlos wie immer. Ich bin auch schon ein bisschen geflogen. Wir starten mal den Apparat. Ich fliege jetzt erstmal so eine Runde. Die Aufnahmen von der Drohne habt ihr jetzt gesehen. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, aber ich habe nur in 4K 30 FPS gefilmt. Man kann auch in 60 FPS filmen oder sogar in 5,3K. Ansonsten fliegt sie auch echt super stabil, ist sehr leicht zu steuern. Jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Ich habe hier den X-Max mitgenommen. Die Drohne hat ein paar Funktionen und wie gut man das Ganze mit einem RC-Auto verbinden kann, das testen wir jetzt. Es gibt hier so eine Funktion, nennt sich Quick Shots und da kann man verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel ein Objekt auswählen und die Drohne umkreist das dann einmal automatisch. Das machen wir jetzt.
Das hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Als nächstes testen wir jetzt mal den Bumerang. Weiter geht's mit Rocket, soll auch ganz cool sein. Ich zeige euch das gerade mal. Also wenn der ein Objekt erkennt, wie das Auto jetzt, kann man hier einfach auf das Plus drücken und dann auf Start und dann führt er das auch schon aus. Let's go! Okay, also Rocket könnte ich auch locker selbst machen. Und ich glaube noch viel schöner. Jetzt machen wir noch Droney. Was das ist, echt keine Ahnung. Ich teste es einfach mal. Ja, ist auch ganz cool. Kommen wir jetzt zu dem spannendsten, und zwar Active Track. Das bedeutet, ich kann das Auto markieren und die Drohne folgt ihm dann automatisch, wenn ich fahre. Ich habe es auch schon mal mit meinem Auto ausprobiert, wenn dann so ein paar Bäume im Weg sind, das Auto verschwindet, dann verliert die Drohne das Auto. Und so ein echtes Auto ist natürlich um vieles größer. Bin mal gespannt, wie gut das jetzt mit dem X-Max klappen wird. Also ich kann den jetzt hier einfach markieren. Der wurde jetzt auch erkannt, hier auf Active Track und dann auf Go. Und jetzt folgt er dem schon, muss nur hier auf Film drücken, nicht vergessen. Und jetzt fahre ich mal. Alter, was war das denn? Irgendwie hat die Drohne den verloren. Hat die irgendwas verfolgt, was da gar nicht da war? Ein Geist oder was? Probieren wir nochmal. Wow. Das ist gefährlich. Die Drohne hat ihn wieder verloren und dann hat sie schon wieder irgendwas anderes gefressen. Da kann ich schon mal einen Baum krachen, ey. Verdammt, also es funktioniert nicht, ich habe es jetzt unzählige Male versucht, aber selbst wenn das Auto noch nicht mal losgefahren ist, verliert er das. Keine Ahnung wieso, habe ein paar Videos auf YouTube gesehen, wo es funktioniert hatte. Vielleicht muss man das mal auf einer Straße probieren, aber hier auf der Wiese mit dem X-Max geht das definitiv nicht. Schade. Ich wechsle jetzt den Akku und dann fahre ich mal mit dem richtigen Auto los und zeige euch, wie gut das normalerweise funktioniert. Hier gibt es noch eine Funktion, nennt sich Master Shots. Ich glaube, das ist jetzt bei der R2S neu. Was das ganz genau ist, probiere ich jetzt auch einfach mal aus. Ja, voll schade, dass Active Track bei dem RC-Auto nicht funktioniert hat. Bin da etwas enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten auch bei den Quickshots erkennt das RC-Auto halt nicht so gut. Wenn man das auf einen Menschen macht oder auf ein echtes Auto, was größer ist, funktioniert das deutlich besser. Ob sich der Kauf für mich persönlich jetzt gelohnt hat, weiß ich noch nicht. Ihr werdet die Drohne und Aufnahmen von der Drohne auf jeden Fall noch in zukünftigen Videos sehen. Eine Sache muss ich jetzt noch machen, die Akkus vom X-Max leerfahren. Let's go! Alter, voll in mein Gesicht. Was muss der sich jetzt denken?
ihr schon mal jemanden gesehen, der zwei Autos gleichzeitig fährt? Also ich nicht.